Sakko ist immer wichtig. Ein Mann sollte ein Sakko tragen. Es hat einfach den gewissen Business-Touch, muss man sich einfach erhalten. Ein Stecktuch ist meiner Meinung nach ein super Ersatz für eine Krawatte, weil ich einfach kein Krawattenträger bin. Aber trotz allem möchte ich mich nicht verkleiden. Deswegen habe ich einfach gern meine zerrissenen Jeans und meine Boots an, weil es ist einfach schön bequem. Ansonsten ist mein Stil, ja, ich war lange Zeit in der Schmuckbranche tätig. Dementsprechend ist eigentlich irrsinnig viel übrig geblieben. Wobei ich mich jetzt aber nicht zu den ausgefallenen Typen zähle. Dieser Stil mit Hut und Schmuck und Longshirt ist jetzt kein neues Ding. Mein Bart habe ich, seitdem ich 18 bin. Irgendwann einmal, vor 3 Jahren, ist im Volksgarten zu mir ein ziemlich besoffenes Mädel rübergekommen und hat sich vor mich gestellt und hat dann gemeint, du bist ein Hipster. Was bin ich? Und hat mich ganz böse angeschaut und gesagt, google das. Bin ich geschäftlich unterwegs, habe ich natürlich eine schöne Hose an, meine schönen Schuhe. Und werde mich nicht behängen wie ein Weihnachtsbaum, sondern schau, dass es einfach passend ausschaut. Ich kann nicht zu einem Winzer fahren, der sehr klassisch angezogen ist und dort auftauchen mit meiner winwinwiener.com und so tun, als hätte ich jetzt ihn verstehen. Es ist leider so, so tickt einfach Österreich. Ich weiß nicht, ich habe das in vielen Ländern nicht so mitbekommen. Es gibt die Selina Pichler, eine sehr modische Frau, als Stylistin und als Bloggerin auch sehr erfolgreich. Und es geht bei ihr sehr, sehr schnell bergauf momentan. Hat auch die richtigen Leute rund um sich und das ist die Person, die ich nominieren würde.